Es werden keine Friedenswunder erwartet heute Abend in Berlin. Zur Stunde sind Wladimir Putin, François Hollande und Petro Poroschenko zu Gast bei Angela Merkel. Russland, Frankreich und die Ukraine suchen mit der Kanzlerin nach Lösungen für den Konflikt in der Ukraine und für den Krieg in Syrien. Oder besser gesagt, sie sprechen wieder darüber. Die Erwartungen werden von allen Seiten gedämpft. Aber es gilt ja schon als Fortschritt, dass Wladimir Putin nach 4 Jahren wieder das Kanzleramt betritt. Ich begrüße Sie herzlich zur Phoenix-Runde. Putin in Berlin, Ende der Eiszeit. Darüber reden wir in dieser Runde mit diesen Gästen. Ich begrüße ganz herzlich Karl-Georg Wellmann von der CDU, Vorsitzender der deutsch-ukrainischen Parlamentariergruppe und hat wegen seines Engagements in der Ukraine Einreiseverbot in Russland. Ich begrüße Ivan Rodionow, Geschäftsführer des staatsfinanzierten Fernsehsenders Russia Today oder heutzutage heißt er RT Deutsch. Sabine Adler ist bei uns, Osteuropa-Korrespondentin des Deutschlandfunks und sie war auch Korrespondentin in Russland. Harald Kujat, ehemaliger Generalinspekteur der Bundeswehr und Mitglied im Aufsichtsrat der russischen Organisation Dialog der Zivilisationen. Ja, hier rund um unser Studio auch merkt man, dass dieser hochrangige Besuch jetzt gerade ist. Vieles abgesperrt, also im Moment tagen alle noch zusammen. Und es ist auch so, liebe Zuschauer, wenn diese Pressekonferenz anfängt, die angekündigt ist zwischen 10:30 und 11:00, dann zeigen wir Ihnen die natürlich hier live bei Phoenix. Aber zunächst wollen wir hier in dieser Runde darüber sprechen, was man eigentlich erwarten kann von diesem Treffen im sogenannten Normandie-Format. Herr Wellmann, jetzt sitzen die vier da wieder zusammen. Im Moment wird vor allen Dingen über die Ukraine gesprochen. Was erwarten Sie von diesem Treffen? Sprechen ist erstmal besser als schießen. Wir können diese Krise nur diplomatisch, politisch lösen. Und deshalb ist es gut, dass der russische Staatspräsident hier ist, dass gesprochen wird. Die Erwartungen sind von allen Seiten sehr niedrig. Meine Hoffnung ist, man kommt in so einer hochrangigen Runde nicht zusammen. Das wird ja vorbereitet in vielen diskreten Vorgesprächen, wenn man nichts anzubieten hat, wenn man nichts vorzuschlagen hat. Aber die Skepsis überwiegt im Moment. Mhm. Herr Rodionow, wie sieht es bei Ihnen aus? Was sprechen ist besser als schießen, sagt Herr Wellmann. Dem würden Sie sicher zustimmen. Also was ist die Erwartung von russischer Seite? Dem ist unmöglich, nicht zuzustimmen. Auf der russischen Seite ist die Erwartung, dass sich die Erkenntnis verfestigt, dass der Druck auf Russland und auf Russland allein nicht zielführend und nicht produktiv, sondern krass kontraproduktiv ist in dieser Frage. Und dass es die ganze Zeit zu erwarten, dass Russland jetzt diesen Ball spielt, auch ein großer Irrweg ist. Denn der Ball ist längst in Kiewer Spielfeld. Und es ist leider unter diesen Umständen und in dieser Konstellation schwer vorstellbar, dass Kiew, ich meine jetzt die Umsetzung der Vereinbarungen Minsk II selbstverständlich, dass Kiew diese Vereinbarungen in dieser Form jemals umsetzt. Aber was bringt da dieses Treffen Ihrer Meinung nach? Dieses Treffen bringt vor allem, dass die vier Staatschefs miteinander nicht über den Kopf voneinander sprechen. Und das ist an sich schon ein großer Fortschritt. Und wie Herr Wellmann sagt, sicherlich ist dieses Treffen auch nicht einfach so aus dünner Luft entstanden, sondern da sind bestimmt auch Gespräche dem vorausgelaufen. Hinterzimmerdiplomatie von mir aus, aber in diesem Fall ist auch das wichtig, ein wichtiger Faktor. Jedes Zünglein auf dieser Waage zählt. Mhm. Herr Kujat, wie sehen Sie es? Was würden Sie oder was wäre gut, wenn das heute passieren würde? Also was bringt dieses Treffen? Also zumindest sollte es eine Bestandsaufnahme bringen. Das halte ich für ganz wichtig. Wo stehen wir in diesem Prozess Minsk? Was ist bisher erreicht worden? Was ist nicht erreicht worden? Und woran liegt es? Ich denke, dass man nicht viel mehr erwarten kann, dass man keine Wunder erwarten kann, wie vorher gesagt wurde. Aber ich denke auch, wie Herr Wellmann, es ist ein großer Erfolg, gerade der Bundeskanzlerin auch, dass dieses Treffen überhaupt stattfindet. Ich halte es für sehr wichtig, dass dieses Treffen hier gerade auch in Berlin stattfindet. Und wie gesagt, wenn es gelingen sollte, dass wir eine gemeinsame Basis finden, ich würde jetzt mal den militärischen Begriff gebrauchen, eine gemeinsame Lagebeurteilung finden, dann ist schon sehr viel erreicht. Das wäre dann ein Ausgangspunkt für weitere Gespräche
und möglicherweise dann auch für Fortschritte. Mhm. Frau Adan, von allen Seiten werden so die Erwartungen so gedämpft. Ist das so eine Vorsichtsmaßnahme oder würden Sie sagen, da gibt es auch wirklich nicht mehr zu erwarten, außer einer Bestandsaufnahme und einer gemeinsamen Lagebeurteilung? Also ich glaube, es ist wirklich ungeheuer schwierig, denn wir wissen ja auch, dass Minsk ein Abkommen ist, das in sich, in dem, was es vorschlägt, so schwer umsetzbar ist, praktisch nicht umsetzbar ist, weil es so viele Widersprüche in sich trägt. Es heißt dann immer wieder, wir haben nichts anderes als Minsk, das ist richtig. Und auf der anderen Seite, was man auch mit Minsk selbst, kommt man so auch nicht weiter. Das heißt, diese auf der einen Seite politische Lösung, die verlangt wird oder die erhofft wird, braucht unbedingt die militärische Vorbereitung. Denn solange die Kämpfe immer wieder gefüttert werden, unterstützt werden, Nahrung kriegen durch Nachschub, durch Personal bzw. auch durch Waffen. Solange gekämpft wird, wird es keine politische Lösung geben. Mhm. Und es dreht sich alles permanent nur im Kreis. Und Herr Kuert, vielleicht ist es ja richtig, dass man erst eine gemeinsame Lagebeurteilung braucht. Aber diese vielen Außenministertreffen, die ja auch stattgefunden haben, die haben eigentlich immer nur eins konstatiert, wir kommen nicht weiter, das ist eine verfahrene Situation. Alle bestehen auf ihren Standpunkten, auf denen sie sich zurückgezogen haben. Also mir fällt es total schwer, heute irgendetwas zu erwarten, was vielleicht darüber hinausgeht, eine angestrebte Truppenentflechtung an Punkt 4 oder 5. Das ist vielleicht irgendwas, was dann auf dem Papier steht, aber mehr auch nicht. Dann gucken wir mal, wie ist denn die Lage jetzt? Sie beide, Frau Adler und Herr Wellmann, Sie waren beide jetzt auch erst in der Ukraine. Herr Wellmann, was würden Sie denn sagen? Wie weit ist man denn entfernt von diesem Minsker Abkommen, wo es ja um den Abzug schwerer Waffen geht? Es geht um die Durchführung von Kommunalwahlen. Es geht um den freien Zugang zu OSZE-Beobachtern. Was ist denn im Moment die Situation? Was treffen Sie da an, wenn Sie dorthin fahren? Man ist sehr weit entfernt von einer Lösung. Die ersten drei Punkte, die erfüllt werden müssten, sind nicht mal ansatzweise erfüllt. Waffenstillstand ist nicht erfüllt, es wird täglich geschossen. Übrigens von beiden Seiten. Die OSZE hat das eben noch mal bestätigt. Die Ukraine ist keineswegs unschuldig an diesen Dingen. Zweitens Truppenentflechtung und drittens vielleicht das wichtigste, Zugang für OSZE-Beobachter im gesamten Donbass. Und das wird von russischer Seite seit Jahr und Tag verhindert inzwischen. Das heißt, man fragt sich, ob überhaupt der politische Wille dazu ist, ob ein eingefrorener Konflikt erreicht werden soll, wo man sich also schwer bewaffnet gegenübersteht, aber nicht mehr macht. Die Ukraine sagt uns und mit einigem Recht, sie müssten ja eigentlich ein Gesetz für dieses Donbassgebiet machen, ein Sondergebiet daraus machen und ein Wahlgesetz müsste gemacht werden. Wahlen ist schön und gut, aber unter diesen Bedingungen der Besetzung durch diese Warlords da, freie Wahlen sich vorzustellen, wo Wahlkämpfer, wo Journalisten Zugang hätten und unbehindert dort auch Wahlen vorbereiten und abhalten könnten, das ist völlig unvorstellbar. Andererseits hat Russland erhebliche, auch wirtschaftliche Interessen. Sie haben energiepolitische Interessen, die großen Gaspipelines gehen durch die Ukraine. Sie haben starke Handelsbeschränkungen und das Ganze kostet sie furchtbar viel Geld. Sie müssen das Ganze finanzieren, die Renten, auch die Krim kostet sehr viel Geld. Der Syrienkrieg kostet noch mehr Geld, täglich 3 Millionen. Und das haben sie nicht. Die Wirtschaft ist ja in desaströsem Zustand. Aber bleiben wir erstmal dabei, dass Sie sagen, diese Vereinbarungen werden einfach überhaupt nicht eingehalten. Herr Rodionow, zu welcher Lagebeurteilung kommen Sie denn, was die Ukraine betrifft? Ich komme zu einer Beurteilung der Lage, dass hier in den Mühlen der großen Geopolitik eigentlich ein Faktor untergeht, nämlich die Menschen, die da im Donbass leben. Und Sie, Herr Wellmann, mögen Sie auch Warlords oder Separatisten oder Pro-Russen abschätzig nennen, aber es sind zwischen 5 und 7 Millionen Menschen, die inzwischen, und das macht die Situation richtig festgefahren, einfach kategorisch ein Kiewer Reglement, Kiewer Herrschaft ablehnen. Entschuldigung, ich habe die Menschen nicht abschätzig behandelt. Ich habe sogar Flüchtlingslager besucht im Osten der Ukraine. Tut mir leid, wenn ich das von den Separatisten, die da zum Teil ein Schreckensregime errichtet haben, die sich gegenseitig umbringen. Also das ist alles andere als eine idyllische Situation dort. Ich schildere meinerseits keine idyllische Situation, aber ich versuche eben diese Lagebeurteilung jetzt darzulegen. Und die läuft aus meiner Sicht darauf hinaus, dass diese Millionen Menschen, erstens, dass da sich
enormer Hass und gegenseitiges Misstrauen angestaut hat auf beiden Seiten. Und ich kann sehr gut auch den deutschen Außenminister verstehen, wenn er sagt, es wird Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern, bis da sich überhaupt was vom Fleck bewegt. Aber jeder lange Weg beginnt mit einem kleinen Schritt. Und diesen kleinen Schritt zu machen, das ist jetzt, dazu ist auch dieses Treffen in Berlin da, hoffentlich. Aber man darf nicht über die Köpfe dieser Menschen jetzt verhandeln, sprechen oder Vereinbarungen treffen und sie dann abzutun als russische Schergen oder eben Warlords. Das sind Millionen Menschen, die haben ihre Stimme. Und die haben diese Vertreter, ob sie ihnen gefallen oder nicht, tut mir leid. Sie haben sie gewählt, unter welchen Umständen auch immer. Sie haben keine anderen Umstände. Freie Wahlen ist doch okay dann. Und übrigens, auch diese Regionen, Donetsk und Lugansk, die haben auch schon was zurückgesteckt. Sie sollten diese Wahlen letztes Jahr noch abhalten. Und es war ziemlich absehbar, mit welchem Ausgang diese Wahlen enden würden. Sie haben diese Wahlen hinausgeschoben, schieben sie immer weiter hinaus, bis dann dieses Gesetz installiert wird über den Sonderstatus dieser Regionen. Aber dieses Gesetz kommt überhaupt im Kiewer Parlament nicht vom Fleck. Frau Adler, warum ist es so schwer, Wahlen abzuhalten oder warum werden sie nicht abgehalten? Wahlen abzuhalten braucht ja erstmal Parteien. Es braucht Parteien in diesem besetzten Gebiet und diese Parteien gibt es nicht. Die können natürlich künstlich ganz schnell geschaffen werden. Sie werden nie eine Basis haben und sie werden vor allem nicht die politischen Kräfte widerspiegeln, die es ja auch in der übrigen Ukraine gibt. Denn die Separatistenführung hat dies ausgeschlossen, dass also Wahlen tatsächlich mit den vorhandenen Parteien in der Ukraine stattfinden können. Das ist das eine. Es braucht zum anderen eine Wahlgesetzgebung. Da bin ich auch der Meinung, könnte die ukrainische Regierung durchaus ein bisschen weiter sein. Und es braucht einen Status für den Donbass. Mit welcher Befugnis wird dieses Parlament dann überhaupt ausgestattet? Also welche Konstruktion innerhalb der Ukraine soll es eigentlich haben? Wenn wir von außen gucken, können wir natürlich sagen, es braucht diesen politischen Prozess. Nochmal, ich finde, es braucht erstmal diese militärische Befriedung, bevor man Wahlen abhält. Ansonsten werden es ja Wahlen unter Waffen und das sind keine freien Wahlen. Dass aber das ukrainische Parlament nicht so reagiert, wie wir es in Berlin gerne hätten oder in Paris oder in Moskau. Das, finde ich, ist nun wirklich Sache des Parlaments. Das ist Sache der Ukraine. Die Ukraine muss sich da mit ihren Bürgern auseinandersetzen und muss für die Mehrheit kämpfen im Parlament. Im Moment ist sie schlicht und ergreifend nicht vorhanden. Mhm. Herr Kujat, wie sehr kann Russland oder wo sehen Sie jetzt im Moment den Hauptakteur, der für den Frieden in der Ukraine sorgen könnte? Wer, sagen Sie, ist da eigentlich der stärkere Partner? Nun, ich will gar nicht auf die Einzelheiten eingehen, weil wir in der Situation sind, dass beide Seiten sagen, wenn die andere Seite nicht das macht, dann mache ich jenes nicht. Jeder macht sich abhängig vom Verhalten des anderen und so kann keine Lösung entstehen. Das ist einfach die Situation im Augenblick. Ich denke, dass eine wirklich stabile Lösung nur von außen kommen kann. Deshalb ja auch dieses Treffen hier. Dass die Bereitschaft auf beiden Seiten vorhanden sein muss, diese dann tatsächlich auch umzusetzen. Und das ist das entscheidende Problem. Aber die Lösung von außen war ja im Grunde die Minsker Vereinbarung. Und jetzt wird sie ja eben nicht umgesetzt. Das ist richtig. Aber die Minsker Vereinbarung ist ja im Grunde genommen nur ein Schritt in die Richtung auf eine politische Lösung. Und Sie haben recht, die Verknüpfung unterschiedlicher Elemente, militärische Elemente mit politischen Elementen, Wahlen beispielsweise, mit Entflechtung, hat das Ganze sehr, sehr komplex gemacht und die erschwert natürlich die Durchführbarkeit. Für mich ist der entscheidende Punkt eigentlich, dass der Ukraine-Konflikt im Grunde genommen ein Kernelement des wieder verschärften Ost-West-Auseinandersetzung ist. Und er kann im Grunde genommen nur gelöst werden, wenn alle, die Einfluss nehmen können auf diesen Ost-West-Konflikt, sich zusammensetzen und eine Lösung finden. Was mir fehlt hier in diesem Friedensprozess, ist die Beteiligung der Vereinigten Staaten. Ich denke, dass eine Lösung, die in diesen Ost-West-Kontext eingeordnet ist, nur gelöst werden kann zwischen den Vereinigten Staaten
und Russland. Dass wir, also dass wir im Grunde jetzt wieder da auch einen Stellvertreterkrieg haben, so wie wir ihn auch in Syrien haben. So ist es. Also ein Stellvertreterkonflikt. Was die Bundeskanzlerin geleistet hat, zusammen mit Präsident Hollande, ist enorm wichtig, ein enorm wichtiger Schritt auf dem Weg dorthin. Aber die endgültige politische Lösung kann nur unter Beteiligung der Vereinigten Staaten erfolgen. Aber wieso eigentlich? Weil es eben eine Auseinandersetzung im Grunde genommen ist zwischen den Vereinigten Staaten und Russland. Wir sehen das ja auch in Syrien. Immer dann, wenn die Vereinigten Staaten und Russland sich gemeinsam um eine Lösung bemühen, das ist bisher nicht erfolgreich gewesen, über die Gründe brauchen wir nicht zu reden, aber dann gibt es Fortschritte. Hier, es kann nicht sein, dass wir hier eine Arbeitsteilung haben, die Europäer bemühen sich um eine politische Lösung und die Vereinigten Staaten stehen abseits. Aber jetzt für die Einhaltung der Minsker Vereinbarung brauchen wir doch eine eigentlich andere. Die USA. Nein, das dafür schon brauchen wir sie nicht. Ja, aber das wäre ja schon ein Fortschritt. Herr Kuhr, das ist ja eine Bankrotterklärung der europäischen Politik, wenn wir sagen, wir kriegen diesen Konflikt in Europa nicht selbst gelöst, wir brauchen dafür die Vereinigten Staaten. Das ist wirklich eine Bankrotterklärung. Und ich folge Ihnen überhaupt nicht in der Einschätzung, dass das ein Ost-West-Konflikt ist. Das ist kein Ost-West-Konflikt, das ist ein Konflikt zwischen Autokratie und Demokratie. Darum geht es im Kern. Und darum geht es in der Ukraine. Und ich gebe Herrn Rodionow absolut recht, es ist in der Ukraine durchaus so, dass die Menschen tief zerstritten sind, dass sie gerade auch im Donbass, im besetzten Gebiet selbst tief zerstritten sind, dass es da durchaus Anhänger dieser Separatisten gibt, dass es aber auch, und das würde ich sagen, das ist mindestens ein Drittel der Menschen, die sehr, sehr böse mit der Kiewer Führung sind. Und das andere Drittel ist einverstanden mit dem, dass es in Richtung Demokratie gehen soll. Das heißt also ein wirklich sehr, sehr heterogenes Bild. Und es geht im Kern tatsächlich, so wird es mir immer wieder in der Ostukraine vor allem erzählt, es geht darum, die Sowjetunion hinter sich zu lassen und die Autokratie hinter sich zu lassen. Das ist der Konflikt, nicht Ost-West. Frau Adler, was verstehen Sie mit Demokratie? Ja. Verstehen Sie die Nalivajtschenko-Liste mit 13 toten Regierungskritikern innerhalb von 2 Jahren, mit 12 toten Journalisten in der Post-Putsch-Ukraine? Ist das Demokratie? Und von wegen und von wegen das Parlament, das mit sich selbst im Klaren werden soll. Erinnern Sie sich an Viktoria Nuland? Habe ich gerade ein Wort erzählt von Journalisten, die Abstimmung von toten Journalisten? Im ukrainischen Parlament ja praktisch dirigiert hat im Sommer. Sie haben jetzt gerade dieses Paradigma, dieses Dilemma angesprochen. Eine Wahl zwischen Autokratie und Demokratie. Also mit Verlaub, was jetzt in der Ukraine nach dem Putsch entstanden ist, ist selbst mit stark zugekniffenen Augen keine Demokratie. Es ist ein Oligarchat, ein korrupter Oligarchat ohnegleichen, bei noch schlimmeren Ausmaßes als unter Janukowitsch. Okay, erstmal Herr Wellmer noch dazu. Also ich finde, wir sollten jetzt mal Herr Rodionow, Sie sind Regierungssprecher und wir sollten aber trotzdem das Propagandagetöse jetzt mal lassen. Das führt zu überhaupt nichts. Was ich in der Ukraine wahrnehme, gerade in der Ostukraine, ich habe die Flüchtlingslager besucht. Putin hat durch seine Politik das Gesicht der Ukraine gewaltsam nach Westen gedreht. Ich habe überall die Gespräche, die ich führe, sagen, wir wollen nicht zurück zu alten Verhältnissen, wir wollen auch keinen neuen Patenonkel haben, sprich Putin, wir wollen unabhängig sein. Das ukrainische Volk sucht die Unabhängigkeit bei allen Fehlern, die es gibt. Wir haben uns im Westen viel zu sehr konzentriert auf den Konflikt im Osten. Das war wichtig, um das Töten und Schießen zu beenden. Ich glaube, 10.000 Menschen, Zivilisten, sind ums Leben gekommen in diesem Konflikt. Das war überhaupt Minsk wichtig als Waffenstillstandsvereinbarung. Und wir haben uns viel zu wenig gekümmert um die innenpolitische Entwicklung. Da muss der Westen sehr viel mehr Druck ausüben, sehr viel mehr Druck. Da brauchen wir eine Art griechisches Modell und eine Aufsicht darüber, wie das Geld verwendet wird, damit es nicht gestohlen wird, was wir leider viel zu häufig haben. Vieles ist unvollkommen, aber wir können auch über viele Dinge sprechen, aber klar ist, die Europäer haben sich 1990 mit Unterschrift Russlands eine Friedensordnung gegeben und haben gesagt, jedes Volk entscheidet allein über seine Zugehörigkeit, seine Bündniszugehörigkeit. Und wir müssten darüber sprechen und den Zuschauern erklären, warum das brandgefährlich ist, wenn ein mächtiger Nachbar den anderen überfällt und ihm Land raubt. Dann machen wir die Büchse der Pandora auf, weil die meisten europäischen Staaten nach dem Ersten und vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg große Territorien verloren haben. Die Deutschen, die Ungarn, die Polen und viele andere mehr. Und wenn wir damit anfangen,
dann wird das gefährlich in Europa. Und deshalb haben wir so allergisch. Da liefern Sie gerade ein Paradebeispiel dafür, dass das Ganze so festgefahren ist. Mit diesen Glaubensformeln, die Sie jetzt in die Welt setzen, führen Sie jetzt wirklich glänzend vor, warum wir nicht vom Fleck kommen. Das sind keine Glaubensformeln, das sind Regeln in Europa. Das hat Russland unterschrieben, Herr Rodionow. Ein Vertrag von Paris, meine, Ihre Formulierungen. Den hat Russland unterschrieben. Und Russland hält sich nicht dran. Russland schert sich einen Dreck darum. Russland hat in dem Budapester Protokoll, als die Ukraine ihre Atomwaffen abgegeben hat, freiwillig, 94 war es, glaube ich, hat Russland die Integrität der Ukraine garantiert. Und das ist das Problem, dass Russland sich nicht an internationale Abkommen und Verträge hält. Und deshalb ist das Vertrauen verloren gegangen. Es war Russland, was die Ukraine überfallen hat und nicht der Westen. Herr Kujat. Ich würde nur noch gerne mal auf Frau Adler erwidern, das ist ein Ost-West, dass die Folge eines Ost-West-Problems ist. Das sehen Sie allein an der Tatsache, dass die außenpolitische Einordnung der Ukraine eine große Rolle spielt in die europäische Sicherheitsarchitektur, die Frage der NATO-Mitgliedschaft. Dass es ein Ost-West-Problem ist, das sehen Sie daran, dass auf der russischen Seite Manöver mit 40.000 Mann abgehalten werden, die natürlich Eindruck machen sollen auf den Westen, dass die NATO gleichzeitig Verstärkungsmaßnahmen entscheidet für die baltischen Staaten, die sich bedroht fühlen, und Polen. Das ist doch Ausdruck aus meiner Sicht genug, dass es ein größeres Problem ist. Das Ukraine-Problem ist eingebettet in eine wesentlich größere Auseinandersetzung. Das hat nichts mit Autokratie und Diktatur zu tun. Ja, gut, vielleicht auch, aber das ist nicht das Kernproblem. Aber sehen Sie denn... Und es nützt auch nichts, vielleicht ein Satz noch, es nützt auch nichts, wenn wir uns jetzt hier gegenseitig Vorhaltungen machen, sondern wir sollten den Blick nach vorne richten. Der Tag heute ist doch eine gute Gelegenheit. Wir haben uns geweigert, anzuerkennen, dass eine geostrategische Komponente damit verbunden ist. Natürlich ist es so, dass Russland sich bedrängt fühlt. Da hat der Westen Fehler gemacht, indem er gesagt hat, die Assoziierung der Ukraine ist allein bilateral eine Sache zwischen Brüssel und Kiew und mit Russland nicht gesprochen hat. Und auch die NATO-Mitgliedschaft. Das rechtfertigt aber nicht die Annexion fremden Territoriums. Ich würde gerne mal darauf kommen, welche Fehler da gemacht sind. Ich war ja nun jahrelang Vorsitzender des NATO-Russland-Rates im Format der Generalstabschefs. Und seit Anfang dieses Jahrtausends steht diese Frage auf der Tagesordnung. Und die eigentlichen komplexen Probleme sind ja wesentlich später entstanden. Und aus meiner Sicht ist es in der Tat eine Folge. Das Assoziierungsabkommen hat sozusagen das Signal gegeben dafür, aber angebahnt hat sich dieser Konflikt schon lange vorher. Würden Sie da mitgehen, Frau Adler, dass da Fehler gemacht sind, dass halt eben von Seiten der NATO und von Seiten des Westens, der EU, natürlich aber auch die Betrachtung Russlands, dass die Behandlung Russlands da nicht in Ordnung war oder diese Konflikte nach sich gezogen hat? Da stimme ich Herrn Kujat absolut zu. Denn es ist so, dieser Assoziierungsprozess war ein langer Prozess. Er hat in der Ukraine die ganze Zivilgesellschaft mit eingebunden. Er hat diese Zivilgesellschaft auch zu einer sehr starken Zivilgesellschaft gemacht, die sich nämlich tatsächlich verständigt hat darüber, wie sie leben möchte und wie die Gesetzgebung angepasst werden darf. Das hat einen ungeheuren Demokratisierungseffekt in der Ukraine herbeigeführt. Und allein deshalb war das schon richtig. Und da wurde ganz sicherlich der Fehler gemacht. Es wurde immer in den einzelnen Kapiteln geguckt, in den einzelnen Gesellschaftsbereichen, wie die Gesetze angepasst werden müssen und so weiter. Aber wohin nicht geguckt wird, und da gebe ich auch Herrn Wellmann recht, das war einfach zu spät. Es gab Empfindlichkeiten auf russischer Seite, die wurden artikuliert und man hat sie nicht genügend zur Kenntnis genommen. Und man hat sich nicht ernsthaft genug mit diesen Bedenken auseinandergesetzt und vor allem an einen Tisch gesetzt. Und das ist sicherlich ein Fehler, aber ich finde auch eine Unterlassungssünde. Sie haben auf den NATO-Gipfeln ja auch gehört, die Ankündigung von Russland, das Unbehagen von Russland. Und ist da, das ist jetzt eine Frage, die gebe ich sozusagen einfach nur mal an Sie zurück, hat die NATO da wirklich Russland genau genug zugehört und haben sie genau genug reagiert? Das kommt auf die Politik an, weniger auf die Militärs.
Aber ich würde gerne mal die Chance jetzt nutzen, nach vorne zu gucken. Dass wir eben nicht nur zurückgucken, dass wir sagen, welche Chance gibt es denn jetzt noch, wenn wir sagen, da sind Fehler gemacht worden. Wenn wir sagen, wir versuchen das jetzt erstmal auch innerhalb der EU zu lösen und vielleicht dann später mit den USA. Welche Rolle könnte denn dann Angela Merkel jetzt spielen? Wie ist das Ansehen von Angela Merkel jetzt in Russland und bei Wladimir Putin? Das Ansehen Deutschlands ist in Russland generell nach wie vor hoch. Auf jeden Fall positive Bewertungen überwiegen deutlich, auch wenn das in diesen 2 Jahren auch deutlich zurückgegangen ist, das Verhältnis zwischen Sympathie und Ablehnung. Aber was ein eigentlich gängiger Fehler, Denkfehler der russischen Diplomatie und des politischen Diskurses ist, dass alles Aggressive in der deutschen Außenpolitik irgendwie von außen hergebracht sein soll, und zwar durch den Druck der Vereinigten Staaten. Wobei gerade und ausgerechnet bei Causa Ukraine Deutschland und die deutsche Außenpolitik, entschuldigen Sie mir, dass ich mir diese Kritik erlaube, sich überhaupt nicht mit Ruhm bekleckert hat. Angefangen bei diesem, und da tue ich mich schwer, das als einen Fehler zu bezeichnen, dem absolut unsäglichen Putsch im Februar 2014 und bis dann zur Anstachelung dieses Post-Putsch-Regimes, die Panzerkolonnen und die Kampfjets gegen die eigene Bevölkerung im Osten hinzuschicken und das Ganze noch gekrönt mit diesem Bundeswehr-Spähtrupp, das eine OSZE-Beobachtermission sein sollte, von der aber die OSZE keine Ahnung hatte. Die Frage war doch aber, wie nach vorne, ja. Wie kann Angela Merkel jetzt, was kann sie beitragen, damit sich das entspannt? Sie kann dazu definitiv beitragen, indem sie jetzt von der harten Linie zurücktritt, Russland, Druck auf Russland, Sanktionen androhen und zumindest wie der deutsche Außenminister hier den Blick das Blickfeld etwas erweitert und Kiew auch mit einbezieht. Denn, von Russland nur zu erwarten, dass Russland leistet, liefert, ist auch ein Denkfehler. Und dass diese Erkenntnis sich auch bei der Bundeskanzlerin durchsetzt, das ist sicherlich etwas, was aus russischer Sicht ein großer Zugewinn wäre. Mhm. Herr Wellmann, was kann Frau Merkel leisten? Und wie ist das Verhältnis zwischen ihr und Putin jetzt? Es ist menschlich vielleicht nicht so eng wie zwischen Kohl und Jelzin. Die Herren sind in die Sauna gegangen, haben eine Flasche Wodka mitgenommen und sich geeinigt über Politik. Nein, aber im Ernst. Wenn man sich die Situation anguckt, muss man sagen, die europäische und deutsche Ostpolitik liegt in Scherben. Aber ebenso liegt die russische Westpolitik in Scherben. Mhm. Geografie lässt sich nicht verändern. Russland ist unser größter östlicher Nachbar. Und ich sage meinen russischen Gesprächspartnern, die Gespräche finden ja statt auf diskreter Ebene, ihr kriegt auch die EU nicht weg. Ihr müsst das zur Kenntnis nehmen. Wir müssen endlich wieder zu Working Terms kommen. Ich habe vor 2 Jahren schon das Wiener Memorandum geschrieben, wo es eine ganze Liste gibt. Keiner geht als Verlierer vom Platz. Jeder profitiert von einer vernünftigen Lösung, dass man wie zivilisierte Mitteleuropäer miteinander umgeht. Die Russen haben erhebliche Interessen im Energiebereich, im Wirtschaftsbereich, im Finanzbereich, im Technologiebereich. Russland ist 20 Jahre zurück in bestimmten Technologien. Sie importieren 100% der Mobilfunktechnik, der Medizintechnik. Sie brauchen eine Modernisierungspartnerschaft, an der auch wir interessiert sind. Wir haben globale Probleme wie Terrorismus, Menschenhandel, Klima, die wir nur gemeinsam lösen können. Das heißt, es muss endlich Vernunft einkehren. Und es muss wieder Politik gemacht werden. Russland wird, Herr Rodionow, das müssen Sie einfach zur Kenntnis nehmen, das sage ich meinen Gesprächspartnern auch immer wieder, wird als Bedrohung wahrgenommen. Auch durch Sprüche von Putin, wenn er wolle, könne er in 4 Wochen in Warschau und in Wilna stehen mit seiner Armee. Deshalb hat die NATO reagiert. Herr Kujat, musste die NATO reagieren. Aber die Hand ist ausgestreckt und wir sollten über Lösungen der Krise sprechen, die meinetwegen gesichtswahrend für alle Seiten, auch für die Ukrainer, nur Vorteile bringen kann, wenn man sich vernünftig verständigt. Ja, die Frage ist aber, heißt das dann nicht auch, dass man dann auch deutlich eben Zustände besprechen muss? Und wenn wir dann und auch nach Syrien weiter schauen, dass man dann sagen muss, also Hollande hat von Kriegsverbrechen gesprochen, Russlands in Syrien. Das tut die deutsche Regierung so nicht, obwohl der Regierungssprecher auch sagte, die Zustände und Verantwortlichkeiten müssen klar beim Namen genannt werden. Wäre das nicht auch ein Punkt, wo man sagt, dann muss man es auch so klar sagen, um dann weiterzukommen, Herr Kujat?
Oder muss man dann einfach die Diplomatie wahren? Nein, die Wahrheit muss auf den Tisch. Ohne Wahrheit gibt es keine Lösung, weder militärische noch politische Lösung. Die Frage ist nur, was ist die Wahrheit? Das ist genau der Punkt. Es gibt offensichtlich, nein, wir müssen auch sehen, das ist ja nicht nur in Syrien, nicht nur ein Krieg mit Waffen, sondern es ist auch ein Krieg mit Worten und mit Bildern, ganz eindeutig. Und wir müssen uns selbst in die Lage versetzen, dass wir hinter diese Bilder und hinter diese Worte schauen können. Das halte ich für ganz wichtig. Es geht also um zwei Dinge, um es vereinfacht zu sagen. Es geht darum, eine wirklich tragfähige Waffenruhe zu erreichen, die ja und zwar aufbauend auf dem, was am 9. September zwischen den Vereinigten Staaten und Russland vereinbart wurde. Das ist bisher das Weitestgehende, was bisher erreicht wurde. Es gibt aber das drängende Problem, das sofort gelöst werden muss, von Ost-Aleppo. Das ist eine humanitäre Katastrophe. Und diese humanitäre Katastrophe hat sich seit Monaten abgezeichnet. Nun hat Russland eine Möglichkeit eröffnet, durch eine zeitlich begrenzte Waffenruhe für Aleppo und hat auch die Möglichkeit eröffnet, für die Zivilbevölkerung Ost-Aleppo zu verlassen, aber auch für die Terroristen, die Ost-Aleppo besetzt haben und die Zivilbevölkerung als Geiseln genommen haben, sozusagen mit Gesichtswahrung aus dieser Stadt zu gehen. Es ist also jetzt die Frage, was geschieht. Was wir bisher gehört haben, ist, dass einige Terroristen das bisher abgelehnt haben. Ich erwarte jetzt, dass diejenigen, die das russische Verhalten bisher kritisiert haben, zu Recht kritisiert haben, sage ich, jetzt aber auch die Terroristen auffordern, sich hervorzukommen hinter den Kindern und Frauen, hinter denen sie sich verstecken und die sie als Geisel nehmen und nun versuchen, sozusagen bis zum letzten Zivilisten Ost-Aleppo zu verteidigen. Würden Sie denn in der Beurteilung mitgehen, Herr Kujat, dass das, was Russland dort macht, Kriegsverbrechen sind? Nein, wissen Sie, mit Kriegsverbrechen, das ist ja ein politisches Schlagwort. Wenn es sich um Kriegsverbrechen handelt, und es hat viele Kriegsverbrechen in Syrien gegeben, sehr viele Kriegsverbrechen, dann gehören sie vor den Gerichtshof in Den Haag. Aber sie sind nicht Teil der politischen Auseinandersetzung. Und was wir ja auch festgestellt haben, sie sind natürlich, aber sie sollten, muss ich dann besser sagen, vor den Gerichtshof in Den Haag gebracht werden und nicht in die politische Auseinandersetzung. Es geht ja darum, wie man die Aktionen Russlands beurteilt. Und das spielt ja doch eine wichtige Rolle. Und in dem Fall hat es ja dazu geführt, dass Putin eben nicht nach Frankreich gefahren ist, was er ursprünglich vorhatte. Zur vollen Wahrheit gehört ja auch, dass der Ostteil Aleppos besetzt ist von Terroristen, von Al-Nusra, von IS, die sich hinter Frauen und Kindern verstecken und den Westteil der Stadt bekämpfen mit 1,2 Millionen Syrern. Das gehört dazu. Ich will das ja gar nicht rechtfertigen. Die Frage ist aber, wie kommen wir zum Frieden? Wie kommen wir jetzt, und es wird ja jetzt in dem Moment jetzt wahrscheinlich auch im Kanzleramt darüber gesprochen, was hilft und wie kann man die Parteien, die da beteiligt sind, eben zu einem Waffenstillstand bewegen. Jetzt gibt es keine Gespräche mehr zwischen USA und Russland. Herr Wellmann, wie kommt man da jetzt Darf weiter? Darf ich noch einen Satz dazu sagen? Jetzt sind erst noch die anderen dran, Herr Kujat. Lassen Sie mich noch sagen, wer über Wohngebieten Fassbomben abwirft, wie Assad das macht, wer Krankenhäuser vorsätzlich bombardiert, wer UN-Hilfstransporte bombardiert, ist ein Kriegsverbrecher. Das ist überhaupt kein Zweifel. Dieser Konflikt wird nur gelöst, wenn die Amerikaner und Russen zusammenarbeiten und am selben Strang ziehen, was bisher nur sehr rudimentär passiert ist. Die Russen sagen uns ja, es kostet jeden Tag 3 Millionen $, dieser Krieg, Geld, das sie nicht haben, das sie für den Aufbau ihres Landes bräuchten. Die Russen haben Angst, hineingezogen werden in diesen Sumpf des Nahen Ostens, in diesen brodelnden Topf, der völlig unberechenbar ist. Sie haben keine Angst, sie sind reingegangen. Ich sage nur, jetzt sind besondere Stimmen, die wir aus Moskau hören, die kommen ja und sagen, was tun wir jetzt gemeinsam.
Die Deutschen, die Bundeswehr ist da kein Spieler, kein Player in der Region. Wir helfen bei der Bekämpfung des IS. Das ist eine Gemeinschaft von über 60 Staaten, zivilisierten Staaten, die diese Terroristen im Irak bekämpfen, jetzt da um Mosul. Wir machen Aufklärung mit der Bundeswehr. Wir werden demnächst AWACS-Flugzeuge dort haben, die helfen. Aber Aleppo ist nicht militärisch zu lösen, auch nicht für die Russen. Das ist nur politisch zu lösen und nur dann, wenn sich die Großen an einen Tisch setzen. Jetzt sitzen ja ein paar Große an einem Tisch. Heute Abend hier neben einem Kanzleramt. Und da ist ja die Frage, gibt es da eine Möglichkeit, in Richtung Syrien irgendetwas zu erreichen, Frau Adler? Wie sehen Sie es? Also ich möchte es noch mal betonen. Russland ist da nicht reingestolpert, sondern Russland ist ganz bewusst reingegangen, hat sich entschieden, an diesem Schauplatz teilzunehmen und in dieser Region eine sehr viel stärkere Rolle zu spielen, auch seine Stützpunkte auszubauen und ein Player auch in dieser Ecke zu werden, weil man auf der ganz großen internationalen Bühne unbedingt mitspielen möchte. Es hat ehrlich gesagt ja niemand in Zweifel gezogen, dass Russland nicht sowieso ein Player ist auf internationaler Bühne. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum muss man das durch eine Kriegshandlung beweisen? Die Frage habe ich noch nicht beantwortet bekommen. Und Deutschlands Rolle ist in der Tat Deutschland kann eine unglaublich wichtige Rolle spielen und ich hoffe, dass die Bundesregierung, und ich habe so viel Zuversicht und Vertrauen, dass die Bundesregierung diese Rolle auch annimmt, schon aus eigenem Interesse, denn je eher Syrien befriedet ist, desto schneller sind die Flüchtlingsströme zu Ende. Ja. Und da bin ich mir auch nicht so ganz sicher, ob das im gesamten Kalkül in Moskau nicht auch eine Rolle spielt. Europa ächzt unter den Flüchtlingen und wir haben in den letzten 4 Jahren jedenfalls nicht erlebt, dass Präsident Putin ganz großes Mitleid hat, wenn Europa Probleme hat. Das habe ich bis jetzt nicht erkennen können. Also wir brauchen unbedingt ein Ende dieses Krieges, damit diese Flüchtlingsströme endlich eingedämmt werden können, damit die Menschen keine Gründe mehr haben zu fliehen und in ihr Land zurück können. Und wir sind meilenweit davon entfernt. Deutschland hat die wichtige Funktion, hier wirklich den Platz zu bieten, sagen wir mal so. Unparteiisch kann man ja gar nicht sagen. Deutschland ist nicht unparteiisch in der ganzen Angelegenheit. Ist nicht unparteiisch. Und ich würde auch gerne mal den Regierungssprecher zitieren. Der hat gesagt, angesichts dieser ungebrochenen Gewalteskalation, der Kriegsgräuel bis hin zu Kriegsverbrechen, hat die Bundesregierung Verständnis dafür, dass über alle Optionen nachgedacht wird, auch über Sanktionen gegen die diese Taten durchführen bzw. ermöglichen. Herr Rodionow, wie kommt so ein Ausspruch bei Ihnen an? Das erinnert mich an einen anderen Ausspruch, nämlich it takes a price to defeat the evil. Man muss einen Preis zahlen, um das Böse zu bekämpfen. Der Spruch kommt von keinem anderen als von dem NATO-Sprecher Jamie Scheer und war gemünzt in den Tagen des Jugoslawienkrieges, als unter den NATO-Bomben serbische Zivilisten starben und die zivile Infrastruktur zerstört wurde. Um das etwas schön auszuschmücken, hat Jamie Scheer dann sich diesen Spruch ausgedacht. In diesem Fall, so die Ironie der Geschichte zum Teil, also keiner, verstehen Sie mich nicht falsch, es kann keiner das Sterben und der Mord überhaupt ist nicht zu rechtfertigen, ist nicht schön zu reden. Allerdings das mit dem UN-Konvoi, da würde ich auch etwas vorsichtiger da die Schuld zu weisen, wo die UN selbst nicht mal von einem Luftanschlag spricht, sondern von einem Angriff auf den Konvoi. Also bitte wollen wir da die Kirche im Dorf lassen. Aber wenn wir jetzt wirklich über jede Definition uns streiten, da kommen wir tatsächlich überhaupt nicht vom Fleck. Lassen wir uns wirklich den Blick auf das große Ganze jetzt nicht verstellen durch diese Einzelheiten, die uns leider trennen. Sondern wollen wir uns doch vielleicht auf das konzentrieren, wo wir einen gemeinsamen Nenner haben und wo wir gemeinsame Ansätze, gemeinsame Interessen und gemeinsame... Wo sehen Sie denn jetzt konkret einen gemeinsamen Ansatz? Der gemeinsame Ansatz besteht darin, Syrien davor zu bewahren, in ein zweites Libyen sich zu verwandeln und ins Chaos abzustürzen. Mhm. Und um das abzuwenden, auch eine
Antwort auf Ihre in den Raum gestellte Frage, rhetorische Frage, warum denn Russland da reingegangen ist. Erstmals aus vertraglichen Gründen, weil Russland einen Beistandsvertrag hat mit Syrien und zweitens eben, um das abzuwenden, dass aus Syrien ein weiteres schwarzes Loch wird, ein Brutkasten, Nährboden für Terroristen aller Couleur, die dann weiter ausschwärmen über die Region und auch in die südlichen russischen Regionen, in die muslimisch geprägten Regionen. Da hat Russland auch sein eigenes, durchaus berechtigtes, aber knallhartes Interesse. Also wir haben ja ein positives Beispiel, das ist der Iran. Die Nuklearrüstung des Iran wurde durch eine gemeinsame Anstrengung bewältigt. Steinmeier hat uns das mal in sehr kleinem Kreis gesagt. Er hat gesagt, als die vielen beteiligten Interessenten, Golfstaaten, Türkei, Iran, Irak, wer auch immer, als die merkten, dass die beiden Großen, Amerika und Russland, an einem Strang ziehen, Kerry und Lavrov, war plötzlich Ruhe in der Kiste. Da haben sie gesagt, oh, da müssen wir vorsichtig sein. Und das gleiche Modell muss für Syrien gelten. Diesen Assad, sie werden es nicht schaffen, dass Assad wieder Herrschaft über ganz Syrien bekommt. Das ist nicht der russische Fehler. Das ist Fehler, die nach dem Ersten Weltkrieg gemacht wurden durch Franzosen und Engländer. Die Aufteilung der Region mit Lineal quer durch Gebiete, quer durch Stammesgebiete, religiöse Gebiete. Das ist ein Konflikt, das ist so ziemlich das Schlimmste, was es gibt, das Schwierigste, Komplexeste, was es gibt, zu lösen. Das geht militärisch nicht, nie im Leben. Die Russen machen dieselben Fehler, die die Amerikaner in Afghanistan, im Irak, in Libyen gemacht haben. Und wir werden hier in einem Jahr sitzen und sie werden diesen Fehler eingestehen. Es ist militärisch nicht zu lösen, sondern nur politisch. Ja, und ich darf noch mal sagen zu den Flüchtlingen. Unsere Erfahrung ist, 90% der Menschen, die vor dem IS geflüchtet sind, gehen zurück, sobald ihre Städte und Dörfer befreit sind. Da leistet Deutschland die größte Hilfe bilateral durch den Aufbau der Infrastruktur, Strom, Wasser, und so weiter, Straßen, Schulen wieder aufzubauen. Das ist das Ziel, dass die Leute in ihre Heimat zurück können. Wenn wir Sie sagen, es ist eben wichtig, dass die beiden Großen an einem Strang ziehen, da sind wir wieder bei dem Ost-West-Konflikt, den Sie angesprochen haben, Herr Kujat. Im Moment gibt es aber gar keine Gespräche, auch zwischen Lavrov und Kerry gibt es jetzt Gespräche. Doch, die Gespräche sollen ja fortgesetzt werden. Ja. Ich hoffe das jedenfalls. Das ist ja die Vereinbarung von Lausanne. Man hat kein Ergebnis erzielt bei dem ersten Gespräch, aber man hat zumindest entschieden, wir wollen weiter miteinander reden. Aber welche Rolle könnte denn Deutschland da spielen oder keine. Die EU? Keine. Auch nicht in der Vermittlung? Auch nicht in der Vermittlung. Das muss man einfach ganz klar sagen, dies ist nur möglich, wenn die beiden Großmächte, nämlich Russland und die Vereinigten Staaten, sich zusammensetzen. Und das Ergebnis des 9. September war ja für mich persönlich und wahrscheinlich für viele andere auch geradezu sensationell, weil beide beschlossen haben, nicht nur eine politische Lösung anzustreben, sondern auch gemeinsam die terroristischen Kräfte zu bekämpfen in Syrien. Was voraussetzt natürlich, dass man die Spreu vom Weizen zunächst trennt. Und das ist leider nicht gelungen. Also es geht nur mit den beiden. Ja, es geht mit den beiden. Aber wie kann man Druck ausüben? Das ist die Frage. Wie natürlich macht man's? Kann man. Die einen sagen, Sanktionen wären sinnvoll. Die anderen sagen, sie wären nicht sinnvoll, Sanktionen jetzt gegenüber Russland zu verstärken. Sanktionen helfen weder den Menschen in Aleppo, führen sie dazu, dass der IS besiegt wird in Syrien, noch führen sie eine politische Lösung herbei. Das muss man einfach abwägen. Aber sie würden natürlich einen negativen Effekt auf Russland ausüben. Glauben Sie nicht, dass ein Beweggrund von Präsident Putin, möglicherweise heute nach Berlin zu kommen, war, neue Sanktionen wegen Syrien zu vermeiden? Das mag mit einer Rolle gespielt haben, aber also allein diese Drohung, dieses in den Raum stellen von Sanktionen, kann wirkungsvoll sein. Ich würde das überhaupt nicht sofort vom Tisch nehmen, wie Sie es gerade tun. Ich schon. Ich würde es schon. Ich glaube nicht, dass man eine Großmacht. Ich glaube nicht, dass man eine Großmacht bestrafen kann. Und Sanktionen sind in diesem Fall eine Strafe. Sie befördern ja kein Ergebnis in Syrien. Und wir haben das ja selbst. Das ist die einzige Ausdrucksmöglichkeit, etwas nicht unkommentiert hinzunehmen. Aber Sanktionen ist doch nicht keine Politik, ist doch die Abwesenheit von Politik. Herr Rotjoner, was würde das bedeuten, wenn es Sanktionen gäbe? Erstmals würde das bedeuten, den Abbruch der Gespräche und der Kontakte. Und wenn Putin wirklich so beeindruckt wäre durch diese Androhung der Sanktionen allein,
dann wäre er bestimmt auch nach Paris, trotz dieser ablehnenden Haltung Hollands, gegangen. Es liegt definitiv nicht daran, und es wundert mich, dass Sie, Frau Adler, diesem Denkfehler verfallen. Und das ist wirklich traurig, dass dieser Denkfehler immer wieder begangen wird, darauf zu spekulieren, jetzt drohen wir den Russen wieder was an. Und dann spurten sie. Okay, wir sind fast am Ende der Sendung, Herr Wellmann, ganz kurz. Wir warten noch auf die Pressekonferenz aus dem Kanzleramt. Also anscheinend muss man da noch länger reden. Die war angekündigt zwischen 10:30 und 11:00. Die hat noch nicht begonnen. Wir machen einfach bis 12 weiter. Vielleicht noch ganz kurz, was wäre denn ein Erfolg? Worüber würden Sie sich freuen, wenn das verkündet würde von François Hollande und Angela Merkel gleich? Neue Impulse in der Lösung der Ukraine-Krise. Das ist das, was uns primär betrifft und interessiert. Das ist unser Vorgarten. Syrien sind wir kein echter Spieler. Ja, da können wir nur mahnen und ermutigen, um es vorsichtig zu sagen. Aber das Wichtigste ist für uns die Weiterführung der Lösung für die Ukraine. Ganz herzlichen Dank für die Diskussion. Sie werden diese Pressekonferenz, wenn sie dann noch kommt, nachher noch bei den Kollegen vom Tag sehen können. Und morgen sind wir wieder für Sie da in der Phoenix-Runde. Dann gucken wir mal auf die USA, denn heute Nacht findet das dritte und letzte Duell zwischen Clinton und Trump statt. Und das analysieren wir morgen Abend in der Phoenix-Runde. Sie können das aber heute Nacht ab 2.45 Uhr auch ganz schön live bei Phoenix verfolgen. Bis dahin. Tschüss. We'll be right back.